So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Techkarton-Video. Ja, vor mir ist eine frische Installation von Ubuntu 16.04. Und heute geht es darum, dass ihr euch eure eigene Cloud erstellen könnt. Weil ich das nicht die ganze Zeit über den, also hier über die Kamera aufnehmen möchte, installieren wir jetzt als allererstes auf dieser neuen Ubuntu-Distribution ein SSH-Server, mit dem wir das Ganze so ein bisschen von einem Windows-PC fernsteuern können. Was machen wir? Also wir drücken die Windows-Taste oder alternativ gehen oben rechts auf dieses Kreissymbol und tippen dann Terminal ein. Wir können das einfach auswählen, dann startet ein Terminal. Um das jetzt zu installieren, ich muss gerade immer noch ein bisschen nachregeln, ergeben wir sudo und dann apt open ssh-server. Das bestätigen wir mit Enter. Wir müssen noch immer unser Passwort eingeben. Das ist das, was wir bei der Installation gewählt haben. Und so schnell installiert Ubuntu dann auch den SSH-Server. Wir warten kurz, bis es zurückgelaufen ist. So, dann sehen wir uns auf Windows gleich wieder. So, hallo und herzlich willkommen zurück jetzt auf dem Windows-Desktop. Wir brauchen jetzt als nächstes, um weitermachen zu können, PuTTY, damit wir auf den SSH-Server zugreifen können. Ich habe es jetzt runtergeladen, das öffnen wir einfach. Und ich versuche es mal, ob das jetzt mit dem Namen geht. Gestern wollte es dann irgendwie nicht mehr, deswegen heute ist ja Sonntag, also das Video kommt ja nachher. Genau, der heißt jetzt NAS-Server. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt geht, ansonsten geben wir die IP ein. Merkwürdig. Dann geben wir die IP ein. So, nachdem ich mir jetzt die IP beschafft habe, geben wir die kurz ein und akzeptieren wunderschön diese Security-Warnung. Das ist einfach, weil er den Server noch nicht kennt. Wir loggen uns nicht als Root ein, sondern als unseren Benutzer. Also ich habe ja Sven definiert. Das heißt, bei mir ist es Sven. Und dann das Passwort für den Benutzer, das passiert alles bei der erstmaligen Installation von Ubuntu. So, und dann sind wir eingeloggt. Und als nächstes, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, damit ich bloß nichts vergesse. Als allererstes installieren wir LAMP, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich zeige es einfach kurz auf der Ubuntu-Seite, das wäre dann hier Ubuntu LAMP. Das ist verschrieben, ist auch egal. Das ist ein Softwarepaket, das beinhaltet Apache, PHP 7, PHP 7 MySQL und MySQL und einen MySQL-Server. Ab Ubuntu 16.4 nehmen wir diesen oder nehmt ihr diesen Code. Wenn ihr andere Versionen von Ubuntu habt, nehmt ihr diesen Code. So, ich nehme dann einfach ganz kurz strg und c und dann bei PuTTY einfach rechte Maustaste klicken. Durchlaufen lassen, sudo-Passwort eingeben, beziehungsweise admin-Passwort und dann läuft die Installation durch. Das habe ich ja alles schon mal beim Video von das habe ich ja alles schon mal bei in einem Video gemacht, als es darum ging vom Schul-PC zum Home-Server. Von dem her sollte das für die meisten oder für einige nicht unbekannt sein. Dann lasst ihr das einfach kurz durchlaufen. Ich muss kurz einen Zettel nehmen, weil da habe ich mir aufgeschrieben, wie ich die ganzen Passwörter nennen will. Sonst vergesse ich das hinterher wieder. Also der MySQL-Benutzer ist standardmäßig root. Das lassen wir auch so. Und das Passwort wäre das. Dann einfach weiter durchlaufen lassen. So, dann ist LAMP installiert. So, dann machen wir jetzt weiter mit PHP MyAdmin. Also wie ihr seht, funktioniert das hier noch nicht. Wenn man das wegmacht, dann kommt aber die Standard-Webbrowser-Seite. Wir machen weiter mit sudo apt get install php myadmin. Richtig geschrieben, ne? Lassen einfach den Zug laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sollen wir den Webserver auswählen, auf dem wir das Ganze installieren wollen. Ich will es auf Apache 2. Dann machen wir das einfach mal. So, wir müssen jetzt ein Anwendungspasswort für phpMyAdmin wählen. Das ist einfach der Root-Benutzer, also standardmäßig der Root-Benutzer. Und wir müssen jetzt ein Passwort für den Root-Benutzer angeben. Dann geht es auch schon weiter. So, wir machen jetzt weiter mit phpMyAdmin. Wie man sieht, geht das noch nicht.
Und ich, weil ich 16.4 habe, nehme diese drei Codes. Wenn ihr unter 13.4 oder einschließlich 13.4 habt, nehmt ihr nur diese zwei Codes. Also deshalb nehmen wir jetzt diese drei, kopieren die schön rein und dann warten wir kurz, bis der Server antwortet. Und jetzt können wir auf phpMyAdmin zugreifen. Ich erstelle ganz kurz eine Datenbank, weil dann haben wir das nämlich alles hinter uns. Und können direkt weitermachen. Ich hoffe, das richtige Passwort, ja, ist es. Wir klicken hier oben auf Neu, nennen die Datenbank jetzt erstmal Own Cloud, würde ich empfehlen, und klicken einfach auf Anlegen. Jetzt sieht man sie hier und wir müssen nichts weiter machen. Ich glaube, Logout ist hier, ne? Ja. Genau, jetzt können wir eigentlich das zur Seite legen, man hört das Papier im Hintergrund. Und können jetzt direkt weitermachen mit OwnCloud. Also anscheinend kann man ja OwnCloud, oder zumindest aktuell gerade nicht mehr, über apt-get install OwnCloud installieren. Deswegen versuchen wir das einfach mal, ob das so klappt, wie OwnCloud das auf der Homepage angibt. Also mal gespannt, ob das mit dem Update dann klappt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir werden das gleich sehen. Wäre schön, falls es klappt, aber ich denke nicht, dass es... Oh, es klappt. Okay. Also, wie es aussieht, muss man dann wirklich die Anleitung von OwnCloud auf der Webseite verfolgen. Ich versuche, das alles zu verlinken. Diese Anleitung hier darf man nicht mehr folgen. Müssen wir gleich Apache 2 reloaden. Das ist relativ einfach. Also, 192 Punkt, das muss es sein, ne? Yep. So, alles klar, ich muss jetzt als erstes mal Service. Okay, gut, okay. Ja. Apache 2 Reload. Und jetzt können wir auf die Server-IP / own cloud. Und wir sehen hier die Startseite von OwnCloud. Wir können jetzt hier einen Benutzer festlegen, also einen Admin-Benutzer. Und das Passwort dazu, das machen wir jetzt einfach mal. Ich nenne den Benutzer standardmäßig Root, weil ich bin es gewohnt, dass Root halt der Admin-Benutzer ist. Das Passwort. Und wir ändern aber die Datenbank, weil wir machen das nicht mit SQLite, sondern mit MySQL, MariaDB. Datenbankbenutzer ist der Root. Und jetzt braucht ihr das Passwort von eurem MySQL-Server. Also das, was ihr vorher festgelegt habt. Und den Datenbankname, in meinem Fall war der OwnCloud. Aber das müsst ihr nehmen, wie ihr es gemacht habt. Localhost, wir machen es einfach mal so und hoffen mal, dass es klappt. So, und wie es aussieht, hat die Installation geklappt. Wir sehen jetzt hier im Werbefenster. Aber wir sehen jetzt hier unseren OwnCloud. Ordner und wir haben hier den Administratorbereich. Da gehen wir, also gehe ich als erstes mal rein. Diese Meldungen hier oben ignorieren wir jetzt einfach mal, weil die jetzt nichts Wichtiges, so prinzipiell nichts Wichtiges sind. Ich stelle einfach mal die Dateibehandlung, die maximale Uploadgröße auf 2048 MB, das sind 2 GB. Speichern und zeige euch noch kurz die Benutzerübersicht. Hier können wir jetzt beispielsweise einen Benutzer anlegen. Ich lege mich jetzt mal an. Gut, okay, so heiße ich nicht offiziell. So heiße ich. Und dann einfach mal ein Passwort dahinter knallen. Gruppe hinzufügen, einfach Benutzer. Und dann anlegen. So, jetzt haben wir mich hier angelegt. Ich kann hier noch 1 GB Speicher mitzuweisen oder andere Werte. Das könnt ihr selber machen und wir gucken mal, ob das geht. Also ich melde mich jetzt ab und melde mich jetzt mal mit Sven an. Funktioniert alles heute. Und so. Und man sieht, das funktioniert blendend. Also ich kann jetzt hier alles dran machen. Ich könnte jetzt Dateien hochladen, Ordner oder eine neue Textdatei erstellen. Möchte ich jetzt aber nicht. Und das würde alles über die Cloud laufen. Das ist, wie ihr die Cloud im eigenen Netzwerk zum Laufen kriegt. Falls ihr da noch
Interesse haben solltet, wie das Ganze über Portfreischaltung und einer dynamischen IP-Adresse funktioniert, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich mich da noch ransetzen. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Und wenn ihr irgendwelche Fragen, Probleme oder anderes habt, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, bei euch geht das Problem nur so als bei mir, weil bei mir war sehr viel mit Cuts und sehr viel frustrierende Momente. Aber ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.